Zackis Handballwelt. Trainer. Zackis Eishockeywelt. Er hat keinen Hunger. Schaltet ein bei. Zackis nicht Fußballwelt. Ja, aber Trainer. Bitte. Schaltet ein bei. Zackis Fußballwelt. Danke, Trainer. Hallo liebe Austria-Fans, liebe Fußballfreunde, liebe YouTube-Abonnenten des SK Austria Klagenfurt. Ich begrüße euch zu einer weiteren Folge Zackis Fußballwelt. Heute auf einem ganz speziellen Ort, hier bei uns im obersten Stock des Stadions, im Old Trafford Raum. Kurzer Fun Fact, in unserem Stadion gibt es mehrere Räume, Meetingräume, die nach den großen Stadien benannt sind, in ganz Europa und auf der Welt. Heute sprechen wir ein bisschen mit unserer Nummer 1, mit unserem Lennart Moser, nach dem ersten Pflichtspiel in Linz bzw. Pasching, dass wir bitter verloren haben, aber wir haben sehr gut gekämpft, alle haben alles gegeben und ich freue mich ganz besonders auf ihn und ich hoffe, es macht euch Spaß, also gute Unterhaltung bei der nächsten Folge. Und schon sitzt da unser Lennart alias Hofstetter, kleiner Insider, ein bisschen was zum Nachdenken, aber es ist der Lennart Moser. Danke, dass du dir Zeit genommen hast, wir haben endlich heute Nachmittag frei, aber er nimmt sich die Zeit, auch voll Profi. Außerdem will er auch in Zackis Fußballwelt auf YouTube zu sehen sein, so ist nicht. So Lennart, erste Frage gleich einmal. Das Wichtigste, wie hast du dich in Klagenfurt so eingelebt? Wie gefällt es dir da bei uns in Weidmannsdorf bzw. in Klagenfurt? Erstmal danke, dass ich hier sein darf, Zacki. Bisher muss ich sagen, habe ich mich sehr gut eingelebt. Habe jetzt auch eine Wohnung gefunden, die nicht weit vom Stadion entfernt ist. Also kurze Wege für mich, war mir sehr wichtig. Da hast du halt, dass du halt wenig Zeit dazwischen hast, zwischen den Fahrtwegen. Kannst dich schneller erholen, bist schnell zu Hause. Ja, also bisher ist alles top. Kann ich mich nicht beklagen. Wie bist du von der Mannschaft aufgenommen worden und beziehungsweise von deinen Dortmund-Kollegen? Wie haben sie das aufgenommen, wo du gekommen bist? Ah, Lennart Moser ist auch nicht unbekannt, obwohl du noch jung bist. Ja, also von der Mannschaft wurde ich auch sehr gut aufgenommen. Ist immer nicht einfach, wenn du jetzt neu, gerade als junger Spieler, in eine neue Mannschaft kommst. Wie verhält man sich da, wie geht man mit den anderen um? Aber ich denke, ich habe das jetzt erstmal ganz gut gelöst und ich komme mit allen gut klar. Und auch mit den Tormann-Leuten. Wir haben ein relativ gutes Verhältnis. Trainingsverhältnis ist halt gut untereinander. Wir können gut miteinander arbeiten. Und ich denke, wir werden auch Spaß haben die Saison. Lennart, warum glaubst du nach einem Monat, was du jetzt da bist, dass wir einen Aufstieg schaffen? Weil wir wirklich sehr hart trainiert haben in den letzten Wochen. Also die Vorbereitung hat es definitiv in sich gehabt. Wir haben alle sehr gut mitgezogen, denke ich mal. Und auch in den Testspielen, fand ich, haben wir uns gut geschlagen. Auch gegen die Erstligisten haben wir immer gut ausgesehen. Und ich denke, wenn wir die Energie mitnehmen, dann sollten wir, denke ich mal, große Chancen haben, den Aufstieg zu schaffen. Wie schaut es bei dir so persönlich aus? Langfristige Ziele, was sind so deine größten Ziele, was du noch erreichen? Ich meine, du bist ja sehr jung, aber da du jetzt zu uns gekommen bist, fragen sich die Leute, warum bist du zu uns gekommen? Wie schaut dein weiterer Weg aus oder was hast du vor? Erzähl uns da ein bisschen was. Also der Schritt, warum ich hierher gekommen bin, ist, weil ich finde, die Austria hat ambitionierte Ziele, ihr wollt hoch und da dachte ich, passe ich gut mit rein, dass ich da helfen kann und halt alles geben kann, dass wir den Aufstieg schaffen. Gleichzeitig ist es halt ein bisschen so Win-Win, dass ich halt zu Spielen komme und für euch, dass ich halt hoffentlich so oft wie möglich dann noch die Null halte und es dann hoffentlich klappt. Und langfristig ist bei mir, da habe ich mir nicht ganz so ein Ziel gesetzt bisher. Ich probiere halt immer für mich so das Maximum zu erreichen. Da probiere ich dann immer alles zu geben und dann im Nachhinein zu sehen, okay, wo hat es jetzt hingereicht? Wie weit kann ich es schaffen? Ob es jetzt mal für die Champions League vielleicht reicht, dass ich Champions League-Einsätze habe oder ob es reicht, dass ich ein Bundesliga-Torwart werde, ein guter. Oder letzten Endes vielleicht, was heißt nur, aber zweite Liga in Deutschland oder sonstiges, das weiß ich nicht. Das werde ich dann sehen, aber letzten Endes probiere ich halt das Maximum zu erreichen und werde dann irgendwann sehen, wofür es gereicht hat. Wie wichtig ist Konkurrenzkampf für dich?
Konkurrenzkampf ist schon sehr wichtig. Also wenn du manchmal weißt, du bist die ganz klare Nummer 1, dann wird man vielleicht einen Tick zu locker, dass man halt nicht sich immer pusht und pusht. Obwohl bei mir muss ich sagen, ich habe das so, ich weiß nicht, so in mir, dass ich einfach immer das Maximum halt geben möchte. Deswegen brauche ich da nicht unbedingt jemanden, der mich da immer noch extra anpusht. Manchmal brauche ich jemanden, der mich ein bisschen zurückhält so. Aber was ich auch in meinem ersten Männerjahr gelernt habe, wo ich dann auch Spiele gesammelt habe, das war dann bei Cottbus. Da lief es dann für mich persönlich besser, als ich dann einen Konkurrenten hinter mir hatte, der dann auch mir sozusagen Feuer hinterm Arsch gemacht hat. Ja, völlig, versteht. Und dann lief es dann bei mir auch besser, dann kamen mehrere zu Null Spiele hintereinander und auch für die Mannschaft lief es top. Da sind wir dann, glaube ich, zur Hälfte dann auch auf Platz 1 gewesen. Also das ist dann schon irgendwo wichtig, dass du einen hinter dir hast, der immer wieder dir zeigt, okay, du musst mehr machen, bleib am Ball. Sowas ist schon wichtig. Wie gehst du so jetzt mit der Corona-Situation um? Wie hast du dich da jetzt verhalten? Oder ich meine, in Deutschland ist natürlich, es ist immer so eine Sache zwischen Österreich und Deutschland, kriegen wir eh alles mit. Und jetzt ist zum Beispiel in Deutschland alles zu. Und bei uns wird jetzt gerade wieder aufgemacht. Wie gehst du eigentlich mit der Situation um? Ja, also mittlerweile habe ich es, glaube ich, komplett akzeptiert. Also was anderes kannst du, du hast eh keine andere Wahl. Wir kommen nicht drum rum. Du hörst es überall in den Medien und Fußball ist ein ganz großes Thema mit Corona. Und für mich selbst war es auch. Also vor einem Jahr habe ich noch in Belgien gespielt, auch per Laie. Und da wurde dann, glaube ich, nach meinem 7. Einsatz, dann wurde die Liga gecancelt. Und dann war ich auch erstmal, glaube ich, einen Monat oder 2 Monate, habe ich dann gewartet, geht die Liga weiter, geht nicht weiter. Und da war auch alles zugemacht und da warst du dann komplett in deiner Wohnung isoliert. Also das war nicht so schön damals. Ja, und jetzt mittlerweile ist es halt, wie gesagt, komplett akzeptiert und man macht halt das Beste draus. Du bist zwar fast nur zu Hause, aber man kann es sowieso nicht ändern. Deswegen ist das für mich kein Thema im Kopf. Bist jetzt einen Monat da, jetzt frage ich dich, wenn du jetzt ganz schnell an einen Spieler denken würdest, wer fällt dir als Erster ein? Und wieso fällt er genau der dir als Erster ein? Ja, also Rusko würde ich jetzt einfach mal sagen. Okay. Der Captain, ja. Okay, warum? Ja, ganz einfach, weil ich glaube, er ist so als Erstes auch auf mich zugekommen so ein bisschen, hat mir alles so gezeigt. Und die erste Wohnung, wo ich zwischenzeitlich drin war, die war genau neben Rusko. Deswegen war ich da immer im Austausch mit ihm ein bisschen und deshalb... Ja, Rusko, so würde ich sagen. Okay. Ja, Lennart, die Leute, die wir schon gesehen haben, du auch, dass da ein Trikot von dir liegt. Ich würde gleich sagen, dass eben nach dem Cup-Spiel sofort 2 Trikots von dir nach Deutschland geschickt worden sind. Okay. Und es freut uns natürlich sehr, dass auch noch immer, also die Fans aus Deutschland auch interessiert an unsere Spiele sind, so wie gegen LASK. War ja ein Spiel. Wie hast du eigentlich das Spiel gesehen, wenn wir jetzt gerade beim LASK sind? Ja, also erstmal sind wir natürlich der Außenseiter gewesen, das ist ja relativ klar, aber ich denke, so wie wir uns gegeben haben, war es eigentlich relativ gleichwertig. Also die hatten schon mehr Ballbesitz als wir und mehr Anteile vom Spiel, aber da wir bis zum Ende gekämpft haben, war alles offen. Wir hätten natürlich auch 2, 3 Tore mehr machen können. Also es 2-0 erhöhen können, vielleicht dann, wenn du Glück hast, machst du auch noch 3-0, aber es ist uns leider nicht geglückt. Aber ansonsten denke ich, haben wir uns super geschlagen und das lässt für die Liga halt hoffen. Und falls ihr noch Lust habt, so ein unglaublich geiles ÖFB-Cup-Trikot von Austria Klagenfurt zu kaufen, zu erwerben, kein Problem, schreibt es uns einfach. Es gibt noch genug Cup-Trikots, also einfach zuschlagen. Ja, zuerst einmal Kompliment von mir, gell? Weil du hast mich jetzt noch nicht einmal gefragt bei der ganzen Aufzeichnung, was ich jetzt mit dir da, oder ob du mich verstehst. Erst einmal Kompliment. Kannst du schon ein bisschen kärntnerisch? Hast du schon was ein bisschen aufgefangen in der Kabine? Ich meine, so viel Kärntner sind nicht, aber... Ja, also erstmal, dass man sich halt mit Servus begrüßt. Das ist nicht schwer, das nimmt man schnell auf. Ja, und sonst, was gibt's groß? Also so unterschiedlich ist die Sprache jetzt nicht, dass ich da nichts verstehe oder dass ja, ihr mich nicht versteht. Ich versuche mit dir auch ein bisschen mehr Hochdeutsch zu reden. Okay, verstehe. Beziehungsweise sprechen, weil wenn ich jetzt vollgaskärntnerisch rede, haben wir Probleme.
Ja, da muss ich auch sagen, ab und zu manchmal, wenn der Trainer eine Ansprache macht, da versteht man manchmal. Das ist nicht Kärntnerisch. Das ist Wienerisch. Okay. Also das bitte nicht verwechseln, Lennart. Gell? Das ist wieder ein ganz woanders. Okay, ganz was anderes. Aber du hast schon recht. Das hört sich ein bisschen ähnlich für dich natürlich ähnlich an. Ja, danke, Lennart, fürs Dasein. Danke für deine Zeit. Danke, dass du bei Zackis Fußballwelt dabei warst. Und bis zum nächsten Mal.